So lösche ich meine Kerze aus. Ein ums andere Mal. Ich kette mich nicht an künstliches Licht, in die offenen Arme der Dunkelheit ich fall. Die Comtesse. Die Comtesse ist eine lustige Seife, so richtig voller Lebensfreude und Lebenslust und voller Tanz und Musik und ja, einfach Spaß am Leben. Aber für wie lange? So eine Comtesse, die wurde irgendwann, nachdem sie ihre Kindheit quasi im Verborgenen verbracht hatte, in die Gesellschaft eingeführt. Und dann hatte sie Zeit. 2 Jahre, 5 Jahre, je nach Epoche und Gesellschaft, in der sie lebte. Jedenfalls nicht allzu lange. Und nach dieser Zeit hatte sie entweder selber einen Mann gefunden oder ein Mann sie, oder es wurde einfach einer für sie ausgesucht. Wenn sie es geschickt anstellte, dann hat sie den Besten gleich am Anfang kennengelernt und es geschafft, ihn sich so lange warm zu halten, bis es sich so richtig ausgelebt hatte. Wenn sie es ungeschickt angestellt hatte, dann, naja, war sie entweder nach dem 2. Tanz schon verlobt und ihre Freiheit war wieder vorbei. Oder sie hat den Besten gehen lassen und musste dann den Zweitbesten, den Drittbesten oder überhaupt irgendeinen nehmen. Es ist schon irgendwie, wenn man so darüber nachdenkt oder wenn ich so darüber nachdenke, finde ich es unglaublich traurig, dass das Leben einer jungen Frau davon abhing, ob sie eine gute Partie machte. Davon abhing, dass sie einen Mann fand. Verzeihung. Dass sie einen Mann fand. Und dass es oftmals ein Glück für die junge Frau war, wenn der Mann besonders viel älter war als sie, weil sie dann hoffen konnte, dass er bald starb und sie sich dann einen jüngeren Liebhaber suchen konnte. Naja. Aber wenn sie verheiratet war, war sie ja keine Comtesse mehr. Und wir reden jetzt von der Comtesse-Zeit. Die Comtesse-Zeit, die konnte richtig, richtig genial sein für so ein junges Mädchen. Da hat sie getanzt, da hat sie gelacht, da ging sie auf Bälle, da ging sie auf Partys, da ging sie auf Feiern. Und wie gesagt, wenn sie das gut angestellt hat, dann konnte sie in diesen paar Monaten, vielleicht sogar Jahren, wenn sie Glück oder Pech hatte, je nachdem, so richtig viele Fehler machen, richtig viel Lehrgeld bezahlen, richtig viel Lebenserfahrung sammeln. Und dann wurde sie zu der Gräfin, von der ich bei der Gräfin Auguste gesprochen habe. Denn das sind die Schattenseiten. Diese kurze Zeit, die man Zeit hat, Erfahrungen zu sammeln. Und es gibt zwar diesen schönen Spruch, es ist niemals zu spät für irgendetwas. Aber manchmal ist es eben doch zu spät. Man kann manches nicht einfach nachholen. Man kann die Jugend nicht nachholen. Man kann Dinge nachholen, die man in der Jugend gerne getan hätte. Man kann Gefühle spüren, die man in der Jugend gerne gespürt hätte. Aber die Zeit ist vorbei und sie ist ohne diese Dinge und Gefühle verronnen. Und die Erinnerung wird immer bleiben, beziehungsweise eben nicht bleiben, weil man die Erfahrung ja nicht gemacht hat. Und deshalb ist es so wichtig, vor allem auch für hochsensible und eher schüchterne Menschen wie mich,
egal wie, auf jeden Fall trotzdem immer irgendwie den Augenblick zu nutzen. Und dabei ist es völlig wurscht, ob das auf einer Party ist oder ob ich gemütlich mit einem Buch zu Hause sitze. Den Augenblick so zu nutzen, wie er für mich jetzt gerade am allerallerschönsten ist. Dazu muss ich wieder Entscheidungen treffen. Ich muss mich entscheiden. Für das Buch oder für die Party? Für die Mutterschaft oder für die Party? Wobei manchmal geht auch beides gleichzeitig oder hintereinander oder nebeneinander. Das ist durchaus möglich und auch das darf man nicht vergessen. Nicht jeder Augenblick ist unwiderruflich verronnen. Ist er doch. Aber nicht alles kann man niemals nachholen. Manches kann man auch morgen noch tun. Und auch dieses Gefühl ist ein ganz wichtiges. Diese Sicherheit, dass ich manche Dinge eben doch nachholen kann. Wenn das Leben mir jetzt gerade etwas schenkt, einen Augenblick schenkt, der so kostbar ist, dann kann ich mein Buch morgen auch noch lesen. Dann wird es bestimmt nächste Woche eine neue Party geben, auf die ich gehen kann. Aber einen ganzen Lebensabschnitt, und sei es nur ein einziger Tag, der auch ein Lebensabschnitt ist, den werde ich niemals, und das habe ich mir geschworen, niemals wieder vergolden mit irgendeiner Tätigkeit, die ich gar nicht tun möchte. Und das ist die Botschaft der Comtesse. Nutze den Augenblick. Nutze dein Leben. Es kommt kein Augenblick wieder. Und manchmal ist es eben doch zu spät. Oder auch nicht. Je nachdem. Jo. Vielleicht kennt ja manch einer von euch dieses Gefühl, vielleicht auch nicht. Vielleicht möchte jemand näher darüber nachdenken und vielleicht sich auch dabei ein bisschen unterstützen lassen von einer wirklich übersprudelnden Seife voller Lebensfreude und Lebenskraft und Ananasduft und Limettenduft und rosarotem Kokosschaum. Dann schaut doch vorbei auf www.märchenundseife.at und holt euch eine Seife namens Comtesse und genießt euer Leben. Wir, meine lieben Zuhörer, hören uns morgen wieder. Bis dann. Wenn du den Turban auch kennenlernen möchtest, dann komm bitte vorbei auf www.märchenundseife.at. Ich freue mich auf deinen Besuch und darauf, dass ich dir vielleicht etwas schicken darf. So, Werbung genug. Also noch einmal www.märchenundseife.at und ich wünsche euch, meine lieben Zuhörer, einen ganz wundervollen Tag.